Geld. Wir brauchen doch Geld. Simon. Ja, ich stimme dir zu. Ein Schiff. Ich würde aber auch, ja, für ein Schiff, ne? Ich würde aber auch, wäre mit einem guten Kredit auch schon einverstanden. Es ist dann nämlich nicht unser Geld. Das ist mehr so Geld, was jeder plant. Ja. Sehr gut. Das gibt es jetzt. Wer gibt zwei Typen wie uns einen Kredit für ein Schiff? Ja. Was können wir denen? Sicherheiten. Wir müssen irgendwas anbieten als Sicherheiten. Meine Haarlinie. Ist das wirklich eine Sicherheit? Ja. Oder ein Risiko? Ja, stimmt schon. Das wird nicht besser mit dem Alter. Ja. Ich weiß es nicht. In meinem Fall würde ich natürlich sagen, überragender Humor. Ja. Aber der vielleicht auch, wenn er irgendwann nicht mehr, wenn er nicht mehr zeitgemäß ist, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Was ist, wenn die Zeit sich geht? Hier ist mein Humor, hier ist die Zeit und es geht so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre nicht gut. Fantasy. wir brauchen einen Job in Monkey Island. Wer hätte das gedacht? Ich habe es auf jeden Fall vergessen, dass das irgendwie ein Teil der Story ist. Genau, wir waren nämlich bei Stan zuletzt und haben dort mal nach einem Schiffchen gefragt und er hat uns zumindest irgendeinen Tipp gegeben, dass wenn wir irgendwie einen Job finden, vielleicht einen Kredit kriegen. War das nicht so? Jetzt müssen wir schon wieder hier lang. Also wir wollten es auf jeden Fall mal bei dem Bartypen und bei dem Verkäufer versuchen. Der Verkäufer gibt uns wohl Geld, sobald wir einen Job haben, kriegen wir einen Kredit. Mhm. Hier ganz schön Kapitalismuskritik. Denn wir hauen ja direkt ab, ne? Mhm. Mit dem Kredit. Ja, eigentlich auch. Wir wechseln die Insel. Das sollte man vielleicht auch nicht machen. Ich glaube, der hier ist noch am Heulen. Ich glaub, ja, aber frag ihn doch mal, ob er nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich einen Job kriegen, aber so viele gibt es nicht, die was anbieten könnten hier. Ah, okay. Quick and dirty. Ich muss hier nochmal ganz kurz in die Option. Ich finde es so komisch. Lautstärke. Dass das. Im Heil kann ich auch wirklich gar nichts einstellen. Okay. Ich finde das immer noch komisch. Okay. Ich glaube, wir müssen zu diesem Pornshop oder was das ist. Lass direkt mal hingehen, aber auf dem Weg. Können wir den hier nochmal anlabern? Ja, ich würde gerne irgendwie. Ich denke mir, irgendwas war mit ihm noch, aber. Nee. Ja. Okay, dann finde ich aber auch gut, dann kann man die abhaken. Nee, ich glaube, du musst zurück. Hier, oder? Ach, das ist der? Okay, aber da waren nicht im nächsten Gang auch noch welche? Hier. You are ya? You got a job? Yes, of course I do. All right. I'll get one of my notes and we'll fill it out. Okay, das ging jetzt wirklich einfach. Na, so läuft's im Leben. Aber warum fragt ihr uns denn nicht mal, welcher Job? Fake it till you make it. Pirat ist doch auch kein Job und er ist es noch nicht mal richtig. Ach, das müssen wir uns merken. So war's. Ja, ich sag's dir. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Let's see here. What did you say your occupation was? With a traveling circus. You're one of them fettuccine brothers? Where's your silly accent? And where are your silly slippers? Come back when you got a job in a credible business. Mm. Okay, das müssen wir uns jetzt. Achtung. Einmal rum, einmal auf Viertel vor, zurück auf Viertel vor, auf halb. Willst du es nochmal machen, damit ich es ganz filmen kann? Oder wollen wir das so merken? Also, einmal komplett rum. Ja, und dann einmal Viertel vor. Einmal zurück, Viertel vor. Dann. I think I'd just like to browse. Okay, but don't put your lips on anything. Komm, mach noch mal, dann kann ich ihn nachfragen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Klar. I think I'd just like to browse.
Oh, be my guest, Fancy Pants. Geht's wirklich nicht oder muss vielleicht nochmal rausgehen? Hey, get away from that! Okay. Let's go, Fancy Pants! I don't have all day. Tja, welchen Job denn sonst? Ne? Nee, ich will jetzt nicht die Lösung verraten, aber... Nee, wenn du sie weißt, sag's ruhig. Naja, wir haben... Also, du kannst jetzt... Moment. Geh doch noch mal hin und frag dann noch mal nach... Ich meine, wir hatten sie doch gerade, oder? Mit diesem... Ja, aber er lässt uns ja gar nicht daran. Also, wir müssen ihn ja auch dann erst aus dem Laden kriegen oder so. Ja, aber das machen wir ja, indem wir ihn nach dem Schwertmeister fragen. Oh, jetzt ist er weg. Ja, jetzt haben wir es aber nicht aufgefallen. Ach, ich weiß es. Aber wie macht man das überhaupt? Wahrscheinlich drücken halt immer, ne? Mhm. Jetzt muss es vielleicht ziehen, oder? Ah, doch, ja. Das ist ja super schwer. Aber jetzt weiß ich nämlich nicht mehr. Ja, genau. Entschuldigen Sie, können Sie uns bitte helfen, Ihren Safe aufzumachen? Aber das ist okay. Wir müssen nur noch mal diesen Gesprächspart hinkriegen. Ja? Okay. Filmst du ab? Jetzt film ich gleich. Einmal ganz rum, links rum, einmal rechts rum, Viertel vor, einmal links rum, Viertel vor, einmal noch halb. Okay. Ich hab's. I got it. Wir sind schon sehr gewiefte Einbrecher, finde ich. Okay. Also, wir müssen aber wieder raus dann. Hammer. Was für eine geile Aufnahme. Und guckt's euch an, Leute. So. Noch Fragen? Mann, ist da viel Staub auf dem Monitor. Da kann aber schon mal einer auch mal drüber wischen. Ja, noch mal. Aber ist jetzt nicht anders, nur ist dasselbe, okay. Ja. Ist eigentlich auch nicht so schwer. Mal irgendwie rechts rum bis nach oben, bis 12 quasi, dann links rum auf 9. Okay. Dann rechts rum auf 9 und dann auf 6 Uhr, glaube ich. Ich meine, ist Fancy Pants. So. Vielleicht erst einmal aus dem Bild. Ich weiß nicht, war das nicht diese Schwertmeister-Geschichte? Aber hab ich das eben angeklickt? Ich weiß nicht. Stimmt, der war einfach weg, oder? Ja, mal gucken. Nee, komm, dann quatsch schon mal an. I break your legs. What do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you ask her again? I guess I could hike all the way over there again. Be right back. So, jetzt kommt der große Moment. And don't touch anything! Okay, also. Alle haben gesagt, es wäre Quatsch, ein iPhone zu kaufen. Aber jetzt kann ich es endlich mal benutzen. Also erstmal wieder auf 12 Uhr, oder? Moment, ich zeig dir den Anfang. Also du musst einmal ist auf 12, genau. Und dann drehst du einmal 360 Grad. Und das war jetzt Pull oder Push? Moment, und zwar ja, links rum, also gegen den Uhrzeigersinn. Das Pull? Ich glaube, es war Push. Nee. Pull. Super. Genau, einmal auf 12. Jetzt auf rechts rum auf. Warte. Einmal hoch und dann rechts rum auf 9 Uhr. Genau. So.
Jetzt wieder auf 12, aber die andere Richtung, also mit Pull. Und jetzt auf Push wieder auf Halb. Gucken, warte erstmal bitte. Einmal hoch, einmal links rum da, dann wieder hoch. Oh nee. Ah nee, noch einen. Einen weiter noch, ja. Du hast recht. Auf 9 Uhr sozusagen noch. Ja. Und jetzt geht's wieder hoch auf 6 Uhr und zwar rechts rum, also Uhrzeigersinn. Ich glaube, das war's dann schon. Ah. Ja! Katsching! Jetzt bist du von oben. Panzerknacker. So. Hat die Regie nicht irgendwas, was so fett von Kohle so regnet von oben? Irgend sowas? Yeah. Make it rain! Chocolate rain! Nee. Ja, schauen wir nicht. Okay, wir haben gut. Richtig viel. Ist der Kohle. Gedanke, der zählt, ne? Ja. Also. Die Leute haben das vor ihrem Auge. Werft einfach euer ganzes Geld jetzt in die Luft. Und jetzt können wir zu Stan, oder? Nee, warte, wir haben den Typ noch im Knast. Den müssen wir noch aus dem Knast rausholen. Ja, uns genau. Da ist sie. Leicht verzögert, aber ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, wir können das, genau, wir brauchen immer noch den Dude. Eine große Frage ist, finde ich, immer noch, wo kriegen wir den Schlüssel für das Schloss? Ja, ich hab's, wir haben, ja, ich weiß, ich sag nichts mehr, aber wir haben alles, was wir brauchen und wenn du dich erinnerst, haben wir sogar schon drüber gesprochen. Ich will das halt jetzt nicht komplett spoilern, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Aber ich bin gerne dein Tippgeber. Es ist so, wir haben ein Zellenschloss, das wir nicht aufkriegen. Ja. Und ich kann dir eins sagen, wir brauchen keinen Schlüssel. Aber die Pfeile ist auch weg. Aber der Gedanke der Pfeile war gar nicht unbedingt falsch. Gedanke der Pfeile. Also sag, sobald du einen weiteren Tipp willst. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Wieso weißt du das? Weil ich das schon so oft gespielt habe, glaube ich. War das jetzt nicht mit dem Grog, dass man es mit dem Grog kaputt macht? Babadaboo, jetzt ist der Button. Da ist der Button. Da kommt dein Konfettiregen. Und zwar jetzt. Jetzt müssen wir das nämlich machen mit dem Schloss. Ich glaube ja. Ich meine, ich bin mir nicht zu 1000% sicher, aber wir haben genug. Nimm mal ruhig noch mehr von den Max gleich mit, dass wir die auf jeden Fall immer switchen können. Und dann speichern wir kurz vorher noch und dann geht das. Das macht total Sinn. Ich wusste, irgendwas war noch mit dem Grog, ey. Ich glaube fast, dann sind wir wirklich am Ende von Millie Island. Es könnten noch so ein paar Quality of Life Updates hier reinkommen. Das ist manchmal ein bisschen. Siehst du? Ich bin so ungeduldig mittlerweile einfach. Aber auch. Ja, es heben die sich, glaube ich, fürs Nächste auf. Frag mich immer, ob man sich hier softlocken kann, sodass es quasi, dass man es nicht mehr lösen kann oder so. Nee, ich glaube nicht. Wie denn? Nein, indem alle Max irgendwann durchgeht. Ich glaube, dann stehen die aber wieder da. Speicher kurz mal ab nochmal, dann müssen wir es nicht. Cool. %25. Ein Viertel. Schnell, 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 schnell. Der Grog, der ätzt sich durch den Mack. Do-dai. Der Mack ist gleich kaputt. Do-dai, do-dai, day. Ich brauche mal gar keine zwei Max. Doch. Mindestens einmal. Also musst du gucken, wann. Ich weiß nicht genau, ob die jetzt schon den Mack vielleicht. Ja, super, gerade so noch. Weggetimed. Wahrscheinlich schaffst du es jetzt sogar mit zweien. Mhm.
das. Hey, great, a drink. I'm really thirsty. Super. Rätselboss. Oh yeah, thanks. Sucker. Hey. But do we still have a deal? I'm sure he'll be back. Das muss reichen. His word is a pirate. Könnte man das jetzt auch noch auf das Schloss benutzen eigentlich? Hast du das mal probiert, ihm die Maus rauszulassen? Nee, aber man kann die Maus nicht anklicken, deswegen dachte ich mir, naja, aber ja, hab ich noch nie probiert. Und die Maus kann ja auch raus, wenn sie will. Gut, aber was hat uns das jetzt gebracht, wissen wir noch nicht. Ich glaube, das war der dritte schon, wir brauchen nur noch das Schiff. Ich weiß zwar nicht genau, ob der kommt, aber ich glaube ja. Wirklich mehr Leute sind ja auch gar nicht mehr da. Ne. Im dritten Teil muss man das im zweiten auch machen? Ich weiß schon nicht mehr. Eine Crew? Im dritten haben wir das doch auch gemacht, mit dem Friseur und so. Das weiß ich noch. Ich glaube fast, das gehört eigentlich immer dazu. Also bei zwei weiß ich es gerade nicht, aber wäre bescheuert, da wärst du ja auch nicht ohne Crew. Mhm. So. Ja, hier raus, das ist so nervig, dass man hier immer durch das komplette... Das ärgert dich, ne? Das nervt dich, ja, das ist einfach... Richtig wütend, da muss er 15 Sekunden warten. Und kein Handy in Sicht. Ein Blog-Eintrag wird kommen. Ich habe nicht mal einen Blog. Es ist nicht zu spät, eine Kritik vielleicht auch irgendwo zu lassen. Ja, also mein Review von Monkey Island kommt noch. So. Na, kommt er auch schon. Howdy! Great to see you again. I knew you'd come back. Everybody does. You know why they come back? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. So, what else can I show you? Something not too expensive, but built to last. Affordable quality. Hey, that's my motto. I've got just the boat for you. Walk this way. Now, I can see you're a no-frills kind of guy, but I can also tell that quality means a lot to you. I mean, just look at the way you dress. Rugged, like this baby. She comes from a land far to the north, where the sea is as unforgiving as the men are tough, and hey, you wouldn't happen to be from there, would you? You just seem to have a sort of Nordic quality about you. Anyway, we're talking about a real value here. Just how much were you looking to spend today? Na, die Bürgschaft. I got credit from the storekeeper. Will you take it? I'd love to. I really would. I usually do, but not for the amount this baby's gonna run you. Maybe one of the other ships would be more in your price range. So, what else can I show you? Sag mir doch, ich krieg dafür einfach. Das funktioniert nicht bei Gebrauchtschiffeverkäufern. That spiffy blue one by your office looks nice. Of course it does. It's mine. And it's not for sale. What else can I show you? How much do you want for yours? I told you, it's not for sale. Jeez, you're annoying. But hey, so am I, right? What else can I show you? Could I see that red one again? I knew it. Just can't get her out of your mind, can you? Walk this way. Now here's a ship that's definitely worth a second look. What kind of price range were you thinking of? I got credit from the storekeeper. Will you take it? I'd love to. Oh. I really would. I usually do, but not for the amount this baby's gonna run you. Maybe one of the other ships would be more in your price range. So, what else can I show you? Ich weiß nicht, ich würde ihm halt erst über das Geld, ich kann nicht allzu viel anlegen und dann...
I don't really gucken, have that much da to passiert. Spend. Have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steal, I've got just the boat for you. Walk this way. Genau schon. This here is the famous Sea Monkey. Ja, das muss eigentlich sein. The only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps so in wie the im dritten Teil. Da, haben doch, da gibt's doch das Schiff, wo die Affen... Ja, das anyway, ist, ne? This baby's mine now. That is, until someone makes me an offer. Let's talk about money. Your money. I got credit from the storekeeper. Will you take it? Hey, of course. Your credit's always good at stands. It doesn't matter if you've had credit problems in the past. Divorce, chronic gambling mishaps. I mean, who am I to judge, right? If the storekeeper trusts you enough to give you a letter of credit, then you must be an honest man with a steady income, right? Right. Let's get down to brass tacks, shall we? I know you want it. You know you want it. And I know that you know that I want to sell it, so... Let's talk extras. Extras? You want to talk extras? Great! This baby's loaded with extras. Porthole defoggers. And that does sound useful. And well worth the money, too. That's why it's already included in the price. But wait, there's more. Did I tell you about the anti-lock anchor? Geez, Stan, that does sound useful. And well worth the money, too. That's why it's already included in the price. But wait, there's more. Did I tell you about the rack and pinion rudder? Geez, Stan, that does sound useful. And well worth the money, too. That's why it's already included okay, in the price. Okay, ich kann diesen but wait, Fragen erst. There's more. Did I tell you about den Fehler gemacht zu fragen. Sale covers? Enough about extras already. Okay, where were we? I'd like to make you an offer. Great. How much? Hm. Dafür müssen ihn auch noch irgendwie so komisch handeln oder runterhandeln oder so. How does 3,000 pieces of eight sound? Sure, I guess we can start out at the bottom. I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week, so you got me over a barrel. I've got to sell this baby, even if it means losing my shirt. Verdammt, ich glaube ihm fast. Er ist ein guter Verkäufer. Ja. Er will es wirklich loshaben, aber wir sollten diese Chance nutzen. Das ist das einzige gute Schiff hier. Well, what do you think it's mal gucken, was er sagt, was es wert ist. 10.000? What? Mein Gut, ist ja nicht unser Kredit, aber trotzdem. I'd like to make you an offer. Great. How much? All right, 5,000, but that's my final offer. That's a little bit more like it, but not much. I know you can try harder than that. Just tell me, what would it take to get you to sail this ship away today? Wir haben nicht genug Geld. Vielleicht kann man die Extras alle noch abwählen. Great. How much? Actually, I'd like you to squirm a little more. Sure. Hey, that's my job, isn't it?
You realize, don't you, that they just don't make them like this anymore. Mhm. Ich würde es mal probieren, die Extras alle abzuwählen. Let's talk extras. Did I tell you about the velour sail covers? I think I can live without that particular piece of junk. Hey, travel light. I can understand that, sure. Of course, mutiny is an ugly word. But wait, there's more. Did I tell you about the tachometer? I think I can live without that particular piece of junk. Wow, does your wife know you're such a cheapskate? But wait, there's more. Ich glaube, wir müssen wirklich alles ablehnen und dann nochmal fragen, wie viel es wert ist. Ja, wer braucht einen Aufzug aus burgundischem Holz? Ja, so ein Aufzug aus Burgunder ist schon nice. I think I can live without that particular piece of junk. Yeah, I guess that is kind of decadent, isn't it? But wait, there's more. Did I tell you about this simulated wood siding? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but I'm telling you, barnacles hate simulated wood. But wait, there's more. Did I tell you about the porthole defogger? Ah, jetzt kommen die wieder von vorne, okay. I think Gut. I can live without that particular piece of junk. Mm-hmm. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more. Did I tell you about the anti-lock anchor? I think I can live without that particular piece of junk. Sure, throw safety to the wind. But wait, there's more. Did I tell you about the rack and pinion rudder? I think I can live without that particular piece of junk. Dann geht denn das? Well, I guess it'll float without müssen jetzt alle gewesen sein. Barely. Einen noch. But wait, there's more. Did I tell you about the velour sail covers? I think I can live without that particular piece of junk. Hey, travel light. Ja, aber jetzt haben wir alles am abgewählt. Sure. Of course, mutiny. Das hatten wir schon, ne? Mhm. But wait, nee. Ja, dann, wenn wir jetzt abwählen, vielleicht noch mal einen anderen Preis. Ich glaube, dass das funktioniert. Aber enough about extras already. Okay, where were we? Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 6,300 pieces of eight. Hat sie jetzt unter die 5,000? Oder? I'd like to make you an offer. Ja, weil wir haben nur das, ne? Also, das muss doch klappen. How much? 5,000. And that's my final offer. 5,000 pieces of eight? Okay, okay. Wir haben das Schiff. It's killing me, but okay. And I thought okay. I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh yeah, do you have that note from the storekeeper on you? Klar. Thanks. I've got to run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just want to say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really? Really? Yeah. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. So, aber nur raus und wieder rein, ne? Ich glaube auch, jetzt haben wir ja eigentlich alles gemacht. Wir haben den Kompass. Sehr erfolgreich. Ich würde sagen, auf nach Monkey Island, oder? Und immer, wenn man das sagt, wird fehlt irgendwas. Dazu, dass irgendwas noch fehlt, ja. Gehen Sie jetzt alle hier? Nein, okay. Vielleicht müssen wir diesen Typ, der abgehauen ist, erst noch finden wieder. Weiß nicht genau. Shit. Also zwei haben doch gesagt, sie kommen mit. Genau. Der mit den Haken und die Schwertmeisterin und den dritten haben wir freigelassen. Vielleicht war das nicht der dritte. Ist das der dritte? Also in der Stadt war jetzt wirklich keiner mehr. Wir können nicht zum Governor. Zelle ist leer.
Jobbesitzer ist es nicht. Zirkus? Ja, jetzt so Beautiful Mind, so diese ganzen Symbole. Du hast den Affen, Palmen, Kokosnuss, ein Schiff. So ungefähr. Ja. Ich weiß es nicht. Der Schwertmeister ist definitiv check. Der mit den Haken ist definitiv auch check. Allein muss es irgendwie freigelassen sein, irgendwie. Der muss irgendwie. Tja. Ich weiß es echt nicht mehr. Zirkus wird der jetzt auch nicht sein. Auch nichts. Da muss man immer mit diesem. Was war mit ihm? Der hat ja gesagt, er kommt. Wir fragen ihn nochmal. Ja, lass ruhig die Sachen nochmal ablaufen. Park. Kann ja nicht so schwer sein. Ich weiß es nicht. I got a ship. Everything's A-okay. Hey, that's great. So I guess I'll see you at the dock, right? Right. See you there. Vielleicht musste man das wirklich machen. Das wäre jetzt auch ein bisschen nervig, aber war das damals? Ich meine, der Typ kann doch eigentlich nur im Wald sein, wenn er sich versteckt. Was war der denn vorher? Was war denn seine Story nochmal? Warum war der da drin? Ich will nur an den Mundgeruch erinnern. Aber es gibt auch sonst keine logische Location mehr. Na, vielleicht ist er auch bei Governor Marley am Looten. Haus, am Looten. Ne? Aber da kommen wir auch nicht hin. Ne, genau. Vielleicht ist er jetzt einfach, vielleicht kommt er jetzt einfach da nicht hin. Ja, lass einmal noch mal probieren, genau. Wir haben quasi ansonsten, besuchen wir am besten auch noch mal die Schwertmeisterin. Na, warum mache ich das jetzt, wenn ich eh schon vorbeilaufe? Okay, geht nicht. Doch. Guck mal nicht von unten hin. Bar, vielleicht ist er in der Bar, jetzt wo er abgehauen ist. Da würde ich zumindest dann an seiner Stelle. Aber hier ist doch offen jetzt. Bilde ich mir das ein. Geht nicht. Nee, da kann man gar nicht mit interagieren. Okay, noch besser, weil dann kann man es abhaken. Ja, entweder Doc. Noch mal bei Stan? Nee, lass nochmal zu Stan gehen. Und dann, wenn da nicht, dann würde ich auch nochmal in die Bar gehen. Also dann bleibt ja auch nur noch die Stadt. Der Zirkus ist auch noch da. Ich wüsste nicht wofür. Man kann es halt einmal abhaken, um es gemacht zu haben. Oh, da. Ede, denk nach, denk nach. Ja, ich glaube, es ist hier jetzt. Denk nach. Come on. Show yourself. Nein, irgendwas triggert es noch nicht. Ja. Was war hier? Das war der Lehrer. Der erste Schwertmeister, oder? Also der, nicht der Meister, der Lehrer. Ja, und der war zu, meinst du eben. Du hast eben da. Mhm. Ja, lass noch einmal Zirkus probieren und mehr ist nicht. Das war klar, ne? Du musst drei finden und einer hat dann wieder ein besonderes Problem noch. Aber ich erinnere mich nicht, dass man beim Zirkus noch mal was macht. Nee, ich auch nicht. Ich möchte es nur abhaken, dass ich nicht drüber nachdenken muss. Na, guck mal. Okay. Ja, dann muss es in der Stadt irgendwo sein. Wahrscheinlich musst du den
Gefangenen irgendwie finden. Die Gasse? Ja, vielleicht in dieser Gasse, wo wir am Anfang vollgelabert wurden. Ja, ist eh auf dem Weg, werden wir gleich sehen. Du könntest auch nochmal den Lookout-Typen fragen, vielleicht hat der ja eine Info. Hat der was gesehen? Wir sind an die falsche Ecke gegangen. Wie dumm, ey. War gar kein Rätsel. But I said, no way. I know a guy who's in love with this ship, and it would break his heart to lose it. Am I right? Of course I am. I mean, just look at her. Sleek, aerodynamic, a buoyant barnacle-covered beauty. I think we're having a real moment here. Also, wir casten ja den Film. Zach Braff ist mein Guybrush und Will Arnett ist mein Stan. So dear. Oder Will Ferrell. Ja, doch. Then again, a deal's a deal, right? Ja, right. Würde ich auch sagen. Good luck, yeah. I'm out of here. Whoops, I almost forgot to give you this free seafaring literature. My gift to you. Just remember where you got it. Stans! Maybe I should have gotten that extended warranty after all. Hey, long time no see. Your Aunt Tilly makes lousy carrot cake. Oh, come on. Don't be bitter. I'm here to help. Not just for the money. Money? Yeah, we are getting paid for this, right? Glad you could make it, Carla. Look, don't start with me, okay? So what's that waterlogged wreck doing out there? How are we gonna get our ship in here with that pile of scrap in the way? Where's the cabin boy? I need him to go back to my place and pick up my bags. What's going on here? Where's our ship? Where's our crew? This isn't gonna be as easy as I thought. Yeah! Equipment or expertise, the crew begins to plan their voyage. First of all, I'd like to say it's great to be working with such a fine crew. The voyage ahead is not going to be easy. It's going to take skill, endurance, and most of all, teamwork. First, I thought we'd assign some duties. What is it we were suckered into doing again? I made a list. Suckered is right. I don't see what the big deal is with rescuing the governor. She can clearly take care of herself. The way I look at it, we got this great ship. Well, we got a ship. Why don't we kick back, tie a rope to the wheel, and cruise for a while? I could use a little work on my tan. Come to think of it, I have been a little stressed out. Wie war das denn? Guck, man konnte doch auch Monkey Island nicht einfach so ansteuern, oder? Decided. We cruise the Caribbean. I'm doomed. Ja, irgendwas war da, ne? Weil das Team jetzt auch gar keinen Bock hat. Wir haben Kompass immerhin. Ja. Da ist da nichts drin. Oh. Genau. Ach, guck mal sogar noch. For over a month with no success. The directions we purchased on Melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's log, March 12th. I wish Toothrot would take a bath. Captain's log, March 17th.
I wish Toothrot would stop snoring. Captain's log, March 23rd. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter of time before we come to blows. Captain's log, April 2nd. As a gesture to restore our friendship, Toothrot offered to fix dinner tonight. Captain's log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soup he fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the dock. Das ist doch der Hinweis, oder? Wir müssen eine Schlafsuppe machen. Toothrot and I filled the robot with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Captain's log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. And that's the last entry. Ich glaube, dass dieses Rezept, von dem sie geschrieben haben, wichtig ist. Das könnte der Weg gewesen sein. Was ist anything special about it? Hier nochmal einfach den Talk wahrscheinlich. Tu mal. I hear the weather's pretty nice over by Monkey Island. Nice dry guy brush, but no banana. I'm gonna give you mutineers 5 seconds to come to your senses. Then I'm gonna start kicking some butt. Excuse me, Guybrush. Does the word keelhaul mean anything to you? I see your point. Thanks. Is there anything I can do to get you guys to help me? Excuse me, Guybrush. You're blocking the sun. Ja, wir müssen irgendwie... Ich glaube, wie gesagt, kannst du mal die Inventory-Button drücken. Das hier, das Ding. Dass das wichtig ist. It's the top of a cereal box, used as a bookmark. Ja, Moment, kannst du nochmal? Ich will irgendwas, wie kann ich das... Ah, okay. Schau an. Hey! It's the top of a cereal box. Ich will wissen... Okay, du musst nochmal... Ich weiß auch nicht, warum das... Weil ich glaube nämlich, Moment, wir haben Prospekt, Merkblatt, Pamphlet, wir sind gerade. Wir müssen diese Suppe nachkochen oder so. Captain's Log. Nein, ja, nicht mal eine. Soll das wegdrücken? Also, genau, nee, irgendwie. Wir haben es vorhin den richtigen Button gefunden. That's the last entry. Okay. Ist das so ein Tipp? Ist er rausgesucht. Was habe ich gemacht? Du hast den Button für den Tipp gedrückt, ich glaube H oder. Ja. Ey, nicht, Vorsicht! Nicht alle Tipps. Also immer der gleiche. Nee, eben kam ja durchaus ein anderer noch. Also ich denke auch, Kombüse, da eben den Kram, aber... Aber da war doch gar keine Kombüse. Ist das die Kombüse? Nee, hast schon recht, hier ist keine. Aber irgendwo hier ist ein Loch oben, nehme ich an. Dann kannst du in den Bauch... Haben wir den schon aufgemacht? Hier irgendwo eine Bodenplatte sein oder so, wo man runterkommt. Da zum Beispiel, das hier, Luke. Oh, Simon, du krasser Typ. Ich kenne meine Schiffe. Ja, du bist aber echt ein Pirat einfach. Damals mit BitTorrent, weiß ich noch. Okay. Das ist der Suppenkessel, den wir brauchen. Okay, das ist wohl nicht. Ich meine, er hat die Regie Spaß. Die Wahl darauf, dass ich einpenne, weil ich bin, heute ist Pre-Oscar-Nacht. Ich bin um 6:30 ins Bett. Ich bin sowas von müde.
dass ich so merke, wie wir so langsam, gerade ist hier so eine muckelige Atmosphäre, so ein ruhiges Spiel. Ja, ein kleines Feuerchen hier. Kleines Feuerchen. Wie geil wäre jetzt, wenn jetzt wäre jetzt eine Suppe, ne? Wenn jetzt jemand eine warme Suppe jetzt hätte Suppe, und kannst du so sofort löffeln. Schlafen. Hier ist ja auch ein bisschen kalt. Finde ich auch schön. Ich habe eine Heizung hergebracht. Ede hat sie so gedreht, dass sie nur auf ihn zeigt. Ja, weil mir sehr kalt ist. Ja. Und ich habe so ich hatte gehofft, dass du nicht bemerkst, dass nee, habe ich gerade gefragt, warum wird es eigentlich nicht warm? Aber du hast sie da hinten gestellt, dann hat sie nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, naja, offensichtlich ist sie ihm nicht so wichtig. Genau. Aber deswegen ist sie so muckelig warm. Ich habe null Ahnung. Ich glaube immer noch, dass dieses fucking Bookmark wichtig ist. Nee, das brauchen wir nicht. Was ist das? People how to get ahead in navigating. Okay. Treasure hunting. Dieser Magnet ist irgendwie wichtig. Hm. Denke ich mal. Nein. Gott, du musst das wegdrücken. Okay, danke. Aber das ist ja genau das. Ach, da ist wahrscheinlich jetzt, warte mal, da ist irgendein Spielzeug drin. Was könnte es sein? Meinst du? Oder? Wäre doch sinnvoll. Da ist doch immer irgendein Spielzeug drin in den Dingern. Crunch, crunch, crunch. A toy prize inside. Aber welches halt? Das muss ja was sein, was uns hilft. Das ist der Prize. This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey on it. Okay, komm. Das ist jetzt wirklich einfach. Ja? Ah, da haben wir ja den Schrank in unserem Gebiet hier. Aber ja, ich weiß wieder nicht, wie. Es ist so weird, dass man das hier nicht. Tight. Kann ich nicht, warte mal, aber geh mal bitte raus. Ich will gucken, ob ich das nicht. Ich habe hier nichts für Item. Ja, muss mir noch was an den geben. Benutze. Noch eine Truhe, ey. It looks like a very heavy metal chest. Open. Ah ja, oder so. Man, that's heavy. Filled no doubt with golden jewels. Hey, look, a piece of paper. And some cinnamon sticks. Zimt und, ah, da ist der, ja, hier ist nämlich jetzt das Rezept. Ich sag's dir, wir sind fast fertig. Das Gute ist an dem Rätsel und an der Mission, dass es halt nur dieses kleine Gebiet ist, finde ich. Jetzt gehen wir in den Lagerraum, nehme ich mal an. Ja, Mann! They're just old rusty chests. Jetzt müssen wir hier überall den ganzen Scheiß sammeln. Soll ich mal auf alt machen? Ja, ist ein bisschen besser, ne? Das ist doch bestimmt Essig mittlerweile, der Wein. Okay. Mensch, was für ein Kram alles. Ist aber gut, ich liebe es, irgendwelche Items einzusammeln. Mhm. Okay, hier ist nichts mehr. Black Chest. Schade. Rusted Shut. Okay, Keks. Braucht das sicher auch Rum oder so? Ein Rätsel ohne Rum. Oh, eine Gunpowder. Ja, warte mal, da war doch was mit der Kanone auch. Muss man sich später auf die Insel schießen? War das so? Ja, irgendwas war da. Mit dem Seil auf die Insel schießen. Irgendwas war da wirklich. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, aber die Kanone wird noch gebraucht. Ich meine, klar, das ist ein Piratenspiel. Ne? Den Topf, wahrscheinlich, was wir im Zirkus gemacht haben. Wieder den Topf auf den Kopf nehmen und dann müssen wir uns da hinschießen oder so. Okay, aber erstmal müssen wir rauskommen. Erstmal müssen wir schlafen. Also die Suppe machen. Okay, die gehen sicher auch nicht. Ich muss noch einmal gucken, nur dass ich nichts vergesse. Nee. Haben wir das Rezept? Ja. Ich nehme an, dass das ist. Da. Cinnamon Stick. Leaves of Mint haben wir. Human Skull. Mint haben wir nicht. Human Skull haben wir auch nicht. Ja gut, da können wir die Tinte benutzen. Haben wir. Affenblut. Huhn haben wir. Brimstone. Was ist Brimstone? Ist das nicht so zum... Nee, ist es Feuerstein oder sowas? Nee, ne? Brimstone. Ja, irgendein Stein, ne? Okay, one more of the following... Könnte aber sein, Brimstone. Pyridoxin, Hydrochlorid, Zinkoxid,
Yellow 8, Mime, Mononite, Nitrate und BHA. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, das wird nicht klappen mit dem, was wir bisher haben. Erstmal ein bisschen Pixel. Schwefel ist Brimstone. Das hätte ich nicht gedacht, aber das ist gut zu wissen. Schwefel. Ach, hier, das ist Schwefel. Gunpowder ist Schwefel. Ja, mal packe gucken, einfach erstmal eine mitnehmen kann. Einfach erstmal alles reinkippen da. Ja. Wir kippen erstmal. Ich hoffe, man kann sich das nicht kaputt machen oder so. Schau mal, wir haben 40% fast. 44 haben wir. Use Brimstone. Cinnamon. Ja, da rein. Use. Sag jetzt ein. Die Tinte auf jeden Fall, glaube ich, noch. Ja. Just a try. Was mit Federn? Kompass, glaube ich, Quatsch. Das ist einfach nur magnetisch. Naja. Das hilft, glaube ich, nicht. Das müssen wir, glaube ich, später muss man irgendwas mit der irgendwie mit der Nadel machen. Mit dem Ruder. 4 Stück müssen da rein. Von den Minz. Ja? Ja. 2. 3. Moment. 3. Nein! Okay, jetzt habe ich 4 rein. Das Huhn noch? Huhn? Tja. Ja. Ah, nee. Wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Cinnamon Sticks. 4 haben wir. Minz. Human Skull. Der fehlt noch. Pressed. Affenblut und Human Skull. Nee, warte, Human Ach, Monkey Blood ist wahrscheinlich einfach Wein. Human Skull könnte das Tattoo sein von dem Typen. Oder? Ja, ich meine, da hast du recht, ne? Es 3 Pressed. Brimstones. Brimstone haben wir. Ah, nee, dreimal. Also 2, also Moment. 2, einmal noch Wein und 2-mal noch Schwefel. Und der Schwefel ist schon weg, oder was habe ich denn ganz reingemacht? Ich hätte jetzt gedacht. Na gut, aber wenn es geht, scheint das ja kein Problem zu sein. Also was wirklich noch fehlt? Human Skull. Weiß ich nicht, was das ist, aber der Human Skull, ja. Und 2 Parts of Monkey Blood? Ich glaube, damit ist Wein gemeint. Okay. Ich glaube, du musst von den dreien da oben noch irgendwas wegklauen. Da hat er da seinen Krug. Die sich alle angucken. Aber der in der Mitte hat mittlerweile echt Farbe bekommen. Ja! Yeah. So? I don't think they're gonna be any help. What was that? Is it, yeah. Nothing. Ah, ich hab eine Idee. Ja, ich weiß jetzt, also ich weiß nicht, was jetzt richtig ist, aber ich weiß, was ich eben falsch gemacht habe. Und zwar muss ich noch ein weiteres Gunpowder einfach holen. They look like kegs of gunpowder. They look like kegs of gunpowder. Oh.
Aber, okay. Na, ich, hier, drei. Also, wenn Brimstone Schwefel ist, dann muss ich, den Gunpowder. Aber dann fehlt ja immer noch. Human Skull? Press Human Skull? Und das Cinnamon muss ja wahrscheinlich dann auch komplett da rein. Ja, aber da steht, das verstehe ich auch nicht. Ja, da stand mir nur einmal. Deswegen habe ich nur einmal gemacht. Hier, einen Cinnamon Stick. Ja, So. Probier es nochmal mit dem Cinnamon Stick. Egal, ne? Okay, das ist es nicht mehr. Baut es auch nicht auf, ja. Es ist dieses, ich glaube auch, dieses Human Skull Press, das, ich denke jetzt auch an dieses Tattoo. Aber das, vielleicht haben wir irgendwas. Haben wir hier noch irgendwo ein Skull? Warte mal. Oh, vielleicht. Okay. Scroll mal hoch, was wir noch für Items haben. Ernsthaft? Nein, doch. Du musst noch mal drücken. Ja. Probier mal Punkt. Punkt nicht? Doch. Doch. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich dachte mir, vielleicht ist das ja aus irgendeinem Stoff, irgendwas, was. Ja, versuch einfach mal alles da reinzumachen, was geht. Wenn es geht, geht's. Auch Geld versuchen. Oh. Aha. Na gut, dann ist es wahrscheinlich nicht wichtig. Ich dachte, da geht noch irgendwie. Oh, Feder auch? Ja, nur weil du was reinlegen kannst, muss es nicht aber richtig sein. Ja. Weil wir 4 Minz haben wir, 2-mal Wein haben wir auch, 3-mal das haben wir auch. Okay, ich wollte nur gucken. Human Skull Pressed. Ja, das ist das Hauptproblem tatsächlich. Ich weiß nicht genau, was es sein könnte. Der kleine Schlüssel, einfach alles. Schnarsen, Darsen. Das Fenster eigentlich aufmachen? Nee. Ich glaube echt, wir brauchen. Kannst du nochmal die Hilfetaste finden? Ja, okay, danke für die eine Sache, die wir auch wissen. Oh, oh, okay. Das reicht. Das reicht. Ah, ich aber weiß es, glaube ich. Ja, ich wusste nicht mal, dass man da hoch kann. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Da ist es. Ah, der Johnny Roger Jolly. Jolly Roger, okay, das war's. Das war's. Das Gebräu. Jetzt haben wir doch alles, oder? Ja, ja, ich wüsste nicht, was noch fehlt. Jetzt haben wir alles. I need my inventory and I need it now. Take it, my friend, take it. Yes, yes, use. Benutze da.
Benutze Jolly Roger, wie ist die Cocktail? Oh, I think I'm getting dizzy. Overcome by the fumes and stench, Guybrush quickly loses consciousness. Moments later, the voodoo spell kicks in, turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage. Days pass. Oh, I feel awful. Stell nach oben. Oh, warte. Ich brauche nämlich noch mal Schießpulver, nehme ich an. They look like kegs of gunpowder. They look like kegs of gunpowder. Ja, das schon gemacht, ja. Das schon gemacht. Mausrad Power. So. Da ist Monkey Island. Holy Jetzt Monkey müssen wir uns Bladders. Nämlich tatsächlich da hinschießen. Das ist die Kanone, mit der schießen wir uns auf Monkey Island. Und die Stunde ist schon wieder rum. Es ging sehr schnell rum, aber jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Das war eigentlich alles Tutorial. Ja. Das ist die erste Hälfte des Spiels sozusagen. Zweite Hälfte. Der Name ist ja The Secret of Monkey Island. Und jetzt sind wir kurz vor Monkey Island. Jetzt wollen wir auch wissen, was das Geheimnis ist. Ihr wollt es wissen. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Das nächste Mal, genau. Weil das ist der Cliffhanger. Präsentiert von Simon Kretschmer. Hi, dafür stehe ich mit meinen Bananen. Das doch.